jetzt, wo ich gerade dabei bin, den neuen Laden zu eröffnen, erinnere ich mich so ein bisschen daran zurück, wie alles angefangen hat. Zumindest wie es mit dem allerersten Laden angefangen hat und mit dem YouTube-Kanal bzw. mit den allerersten Videos. Und ich möchte mit euch mal das folgende Video teilen. Moin Leute, ich bin Dorian von KiteBuddy und wir sind hier heute auf The Passion in Bremen. Mit dabei haben wir für euch sehr viel neue Mode, die komplette Sommerkollektion von Shisha Brands, eine Menge Sachen von Hurley, Hoodies, Cabbies und vieles mehr. Kommt doch einfach mal morgen früh, am Samstag oder am Sonntag nach Bremen zur Passion. Und für alle, die es nicht schaffen, wir öffnen in 3 Wochen ein Ladenlokal in Bremerhaven. Dieses Video und noch ein paar andere Videos findet ihr, wenn ihr euch die Facebook KiteBuddy Seite anschaut. Ihr geht in die Kategorie Videos und scrollt mal ganz runter. Und wie ihr gerade eben sehen konntet, stand da halt ein schüchterner Kerl vor der Kamera auf der Passion in Bremen und hat die Leute eingeladen. Das war echt grottig, das Video. Und dann ging es ja los. Das nächste Video zeige ich euch jetzt. Moin Leute, ich bin Dorian von KiteBuddy und wie ihr wisst, eröffne ich in Kürze in Bremerhaven den Flagship Store. Und ich habe gedacht, vielleicht nehme ich euch mal kurz mit rein in den Laden und dann könnt ihr mal schauen, was wir so alles haben. So, ich habe die Tür geöffnet. So einen ganz leichten Blick erlaube ich euch mal. Alles andere könnt ihr euch am 9.04. anschauen. Kommt vorbei, ich freue mich mega auf euch. In diesem Video konntet ihr mich sehen, das war mit Handy gefilmt, wie ich den allerersten Laden mache. Und ihr könnt sehen, oben hängt noch ein anderes KiteBuddy-Logo. Das war eine Plane, weil ich damals noch nicht das Geld hatte für dieses Edelstahlschild. Und da habe ich gerade den allerersten Laden eingeräumt. Und es war eine wirklich spannende Zeit. Und dann kamen 2x10-Sekunden-Videos, wo ich versucht habe, so einen Spannungsbogen aufzubauen, um zu zeigen, was die Leute erwarten, wenn sie zur Eröffnung von dem Laden kommen. Und dann war absolute Funkstille, bis der Laden aufgemacht hat. Und dann, das Video habe ich mir damals echt zigmal angeschaut, kommt das Video von der Eröffnungsfeier mit allen Gästen. Wir haben abends noch ein kleines Feuer gemacht, direkt vom Laden auf dem Parkplatz. Gab auch Ärger dafür, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Da haben wir noch Bier getrunken, Pizza gegessen vom Laden. Und das war der allererste Tag, 7. April 2016. Und mit diesem Video verabschiede ich mich bei euch und freue mich schon mega darauf, wenn ihr am 7.04. zu der Eröffnung kommt von dem neuen Kite-Shop. We have our backs, whenever our foes come by. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces.